Gedankenerneuerung, indem wir in Gottes Wort gehen, können wir diese Entscheidungen, diese krassen Entscheidungen treffen, ohne sie zu bereuen, sondern mit Freude und Frieden können wir diesen Weg gehen, der für andere vielleicht einsam aussieht oder für andere vielleicht dumm oder unnötig aussieht. Aber wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir Jesus Christus als unseren als Ziel haben und nicht uns selbst. Wir haben uns jetzt ein paar Prinzipien dieser Welt angeschaut oder Prinzipien Gottes, diese beiden gegenübergestellt. Jetzt wollen wir darüber sprechen, wo findet eigentlich diese Gedankenerneuerung statt und nicht nur, wo sie sozusagen mental stattfindet, sondern auch, wo sie in unserem Leben stattfindet. Ist es nur sonntags in der Gemeinde oder woanders? Also wie ihr schon mitbekommen habt, findet die Gedankenerneuerung in den Sinnen statt. Das bedeutet auch mit unserer Seele. Wir müssen halt anfangen, einfach nicht mehr auf unsere Gefühle zu achten, sondern darauf zu achten, was das Wort Gottes sagt. Und in Joshua steht auch, dass wir unsere Gedanken im Wort Gottes Tag und Nacht erneuern müssen. Heißt, es reicht nicht nur, sonntags in die Gemeinde zu gehen und dann zu erwarten, dass alles von alleine passiert, sondern es ist auch wichtig, dass man auch selber nochmal die Zeit nimmt, auf Gottes Wort zu meditieren und das, was der Heilige Geist einem offenbart, auch zu verinnerlichen, weil, wie wir schon gesagt haben, hat unsere Seele halt einfach andere Arten zu leben oder zu denken und die Weise von Gott ist auch nochmal anders und wir lernen erst nur die Weise von Gott uns aufzunehmen, wenn wir unsere Gedanken erneuern. Beispielsweise, wenn man vor einem Problem steht und man eigentlich total austicken würde. Man würde in Tränen ausbrechen und sagen, mein Gott, was passiert hier nun? Aber Jesus hat ja gesagt, dass er uns seinen Frieden gegeben hat. Das bedeutet, dass ich jetzt auf das Wort Gottes meditieren muss. Jesus Christus hat mir jetzt schon seinen Frieden gegeben und deshalb brauche ich ja auch jetzt nicht irgendwie in dieser schwierigen Situation auszuticken oder sauer zu sein oder Wutausbrüche zu haben, weil ich ja schon Frieden habe. Ich strebe nicht mehr nach Frieden, sondern ich habe es. Und bis man es verstanden hat, bis es wirklich in deiner Seele angekommen ist, ist es wichtig, dass man sich darauf fokussiert und eben das, was man in den Sinn sonst hat, dass man das einfach sterben lässt. Und dass man das, was in deinem Geist ist, dass es auch rauskommt aus deiner... Also dass das, was in deinem Geist ist, durch deine Seele hinauskommt, damit sich das auch irgendwann durch deinen Körper und durch deine Lebensweise manifestieren kann. Ja. Genau, weil, gesagt, Leute würden sagen, ja, ich erneuere doch meine Gedanken, ich höre mir jeden Sonntag eine Predigt an. Ja, aber die Sache ist, oft ist das dann dieses hier rein und da raus. Man lässt nicht zu, dass man darüber nochmal nachsinnt. Man geht nicht selber in Gottes Wort und lässt sich wirklich erklären, okay, was heißt denn geduldig sein in Jesus Christus? Was bedeutet denn vergeben in Jesus Christus? Und das ist halt das, was an Joshua steht, was das halt so betont, dass wir halt Tag und Nacht über diese Dinge nachsinnen sollen, Tag und Nacht über diese Sachen meditieren sollen. Weil erst dann, wenn wir das Tag und Nacht machen, wenn wir wirklich unsere Gedanken auf Gottes Wort setzen, werden wir dann auch in diesen kritischen Situationen, wie Susi gesagt hat, wo man eigentlich einen Zusammenbruch haben müsste, in Christus sein können. Weil ich habe mal dieses Bild vor Augen, dieses, wenn du einen Schwamm hast, einen nassen, richtig, richtig krass nassen Schwamm und ihn zusammendrückst, kommt da ja Wasser raus. Und wenn du einen Schwamm, also es kommt immer auf das an, womit du diesen Schwamm sozusagen vollsaugst. Das, womit du diesen Schwamm vollgesaugt hast, oder womit sich dieser Schwamm vollgesaugt hat, das wird auch rauskommen, wenn man ihn zerquetscht. Und die Frage ist, okay, was kommt aus dir raus, wenn du zerquetscht wirst? Es wird das rauskommen, womit du deine Gedanken die ganze Zeit gefüttert hast. Es wird das rauskommen, womit du dich die ganze Zeit umgeben hast, worauf du die ganze Zeit meditiert hast. Und wir streben danach, dass das, wovon wir unsere Gedanken, womit wir unsere Gedanken füllen und füttern, Gottes Wort ist, damit, wenn dann die Situationen kommen, die uns eigentlich, die eigentlich vom Teufel dazu geschickt worden sind, um uns zu zerstören und uns niederzureißen, kommen, dass wir dann, dass alles, was aus uns herauskommt, einfach nur Gottes Wort ist, einfach nur Jesus Christus ist. Und dass der Teufel selbst verwirrt ist und denkt, hä?
Eigentlich müsste sie doch jetzt am Boden zerstört sein. Eigentlich müsste, ich habe ihr gerade alles genommen, weshalb steht sie da noch? Ja, weil ich erkannt habe, dass Jesus Christus mein Leben ist und ich das Prinzip Gottes in dieser Situation angewendet habe. Ja, und so zeigt sich einfach, dass diese Gedankenerneuerung wirklich Tag für Tag für Tag, Stunde für Stunde für Stunde, Minute für Minute ist. Selbst dieses, wenn du morgens aufstehst, es gibt Leute, die sagen, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Allein da zeigt sich ja schon, dass selbst in der Sekunde, wo du aufstehst, da passiert ja schon was in deinen Gedanken. Da hast du ja schon eine Einstellung, eine gewisse Art und Weise, wie du in den Tag gehen willst. Und da fängt schon die Gedankenerneuerung an, dass du sagst, nein, ich gehe mit Christus in diesen Tag. Ich gehe mit einem Lächeln, mit Freude in diesen Tag, weil dieser Tag ein Geschenk Gottes ist. Wir möchten jetzt weitergehen und euch nochmal persönliche Beispiele von uns mit euch teilen, wo uns echt klar geworden ist, dass Kinder Gottes sind echt von dieser Gedankenerneuerung echt abhängig. Das ist wichtig, dass wir unsere Gedanken erneuern und dass das der Grund ist, weshalb wir in diesen bestimmten Situationen halt dann auch funktionieren konnten. Ja, also ich habe auf jeden Fall auch ein Erlebnis, also mehrere Erlebnisse, wo ich meine Gedanken erneuern musste, um einfach klar zu kommen. Ein Beispiel ist halt, dass ich letztes Jahr musste ich halt wiederholen, als ich noch zur Schule gegangen bin, musste ich halt wiederholen. Und das war halt für mich so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, weil ich hatte davor halt immer ziemlich gute Noten, war eigentlich auch ziemlich gut in der Schule. Und als ich dann erfahren habe, dass ich halt nicht die Punktzahl erreicht habe, die ich halt eigentlich erreicht hätte sollen, weil ich halt, war das halt eher so ein Schock und halt auch für viele Mitschüler, auch für meine Lehrer, weil die mich halt einfach so nicht kannten. Und ja, das war halt so ein Punkt, wo ich mich wirklich auch ein bisschen ins Wort reinzwingen musste, um einfach auch klar zu kommen und einfach, um nicht irgendwelche unnötigen Entscheidungen zu treffen. Weil ich musste mich dann halt einfach entscheiden, ob ich dann nochmal wiederholen möchte oder ob ich einfach aufhören möchte und was anderes anfangen möchte. Und das war halt schon so ein Beispiel, wo ich mich halt wirklich zusammenreißen musste und einfach halt auch das ausleben musste, was ich halt dann die letzten Wochen zuvor gelernt bekommen habe. Und das ist dann halt auch wieder vor kurzem passiert, weil ich habe dann auch den Entschluss getroffen, zu wiederholen. Und dann habe ich halt auch vor einigen Monaten meine Abschlussprüfung geschrieben. Und ich musste mich da wirklich auf Christus verlassen und wirklich meine Gedanken erneuern, weil es sind dann halt wieder diese Ängste hochgekommen mit, was ist denn, wenn das wieder so wird wie letztes Jahr? Du hast gelernt und du warst ja davor eigentlich auch gut in der Schule. Was ist, wenn du das dann wieder nicht schaffst und es dann wieder umsonst war? Und das hat mich halt teilweise manchmal so nervös gemacht, dass ich mir dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt noch mehr lernen, ich muss mir jetzt alles aufzwingen und ich darf jetzt nicht mehr schlafen oder ich darf jetzt nicht mehr nichts mehr mit meinen Mädels machen, weil ich muss jetzt unbedingt so viel lernen, damit ich das halt schaffe. Und ich bin einfach nur dankbar, dass ich, wie gesagt, in der Predigt, also in der Gemeinde, auch immer von meiner Pastorin gehört bekommen habe, ey, es kommt nicht darauf an, wie viel du lernst, es kommt nicht darauf an, wie viel, natürlich sollen wir halt auch lernen, aber ich habe dann wirklich, also ich musste dann wirklich verstehen, dass ich mich nicht auf meine Lernerei verlasse, dass ich nicht mich darauf verlasse, dass ich alles kann, dass ich jedes einzelne Thema auswendig kann und wie gesagt, dass ich mich nicht darauf verlasse, sondern dass ich mich darauf verlasse, dass einfach Christus da ist und dass sein Wille einfach passiert. Mein Gebet war dann auch nicht mehr, okay, Gott, bitte hilf mir, dass ich alle Prüfungen bestehe, sondern mein Gebet war dann auch irgendwann nur noch, bitte Gott, ich will einfach nur, dass dein Wille geschieht und alles, was halt nicht dein Wille ist, soll dann weg. Wenn es dein Wille ist, dass ich die Prüfung eben nicht bestehe, dann soll das halt einfach so eintreffen. Ja, und wie gesagt, das war dann auch die Zeit, wo ich dann auch viel ins Wort gegangen bin und halt auch viele Stellen wie, keine Ahnung, von Josef oder von David, von Daniel, von diesen ganzen Leuten aus dem Alten Testament gelesen habe, die halt eigentlich ohne Gott gar nichts konnten und trotzdem immer wieder von Gott diesen Segen bekommen haben oder halt immer wieder einen Segen bekommen haben und es immer sich immer wieder gezeigt hat, dass sie aus sich selbst nicht handeln konnten, weil sie vielleicht
nicht reden konnten, weil die vielleicht Stotterer waren oder weil sie einfach arm waren oder aus einer schlechten Familie kamen, aber sich immer wieder in sie manifestierte, dass Gott sie wirklich erhöhte, dass Gott sie wirklich aus diesem Schlechten rausgeholt hat. Und ja, wie gesagt, ich habe mir halt die Sachen immer durchgelesen, habe halt viel mit dem Heiligen Geist auch geredet und ich habe dann auch irgendwann dieses Verständnis erlangt, dass es gar nicht darauf ankommt, dass man wirklich diesen Abschluss erreicht oder dass man gut in der Schule ist oder seinen Traumberuf erlangt oder so. Also ich habe irgendwann verstanden, was wirklich zählt, dass es einfach zählt, dass du das Beziehung mit Jesus Christus habe und dass ich wirklich Christus schon habe, dass es ja schon mein Sieg ist, weil ich bin schon gerettet. Wenn Christus jetzt gleich kommt, dann wird er nicht darauf schauen, was ich für einen Abschluss gemacht habe, sondern er wird darauf schauen, ob ich wirklich auf ihn gezählt habe, ob ich wirklich nur ihn wollte. Ne? Und ich bin halt einfach dankbar, dass diese ganze Situation passiert ist. Also für mich, wie gesagt, war es halt anfangs eine anstrengende Zeit. Ich habe immer wieder gefragt, was soll das, wieso ist das so? Aber jetzt inzwischen bin ich einfach nur dankbar, dass halt alles passiert ist, weil mir das halt einfach gezeigt hat, was halt einfach wichtig ist, was halt Priorität hat. Ne? Und wie gesagt, das war halt wirklich die Zeit, wo ich meine Gedanken halt wirklich erneuern musste, wo ich auch gezwungen wurde, das zu tun. Es war anfangs, wie gesagt, schwer, aber irgendwann, umso mehr du es halt machst, gewöhnst du dich halt so krass daran, dass du auch gar nichts anderes mehr willst, dass es halt schwer ist, dir das halt wieder wegzunehmen. Ja. Sehr schön. Ja, ein weiteres Beispiel, was ich auch habe, ist, ich bin schon 27 und in der Welt ist es halt normal, dass man mit diesem Alter schon einiges hat, was Familie angeht, dass man verlobt, verheiratet, 2, 3 Kinder hat und einfach sein Leben lebt. Und für mich ist es auch bis zu dem heutigen Tag immer wieder ein Thema von Gedankenerinnerung, dass ich immer wiederum neu erkenne, dass Jesus Christus mein Ehemann ist und dass er meine Zukunft und meine Gegenwart ist und dass ich deswegen nicht etwas suche, was mich erfüllt, sondern mich in dem ausruhe, was mich sozusagen schon gefunden hat und das hat und das ist Jesus Christus. Und ich muss mir diese Bibelverse durchlesen, die dann halt sagen, dass der Herr mein Ehemann ist und Bibelverse, die mir sagen, dass Jesus Christus mich liebt und mich akzeptiert hat und dass er mein Ein und Alles ist, um mich einfach daran zu erinnern, dass das wichtiger ist als alles, was diese Welt mir bieten kann. Natürlich freue ich mich auf die Ehe und ich weiß, dass der Herr etwas für mich vorbereitet hat, aber dennoch ist nicht meine ganze Hoffnung, meine ganze Freude, mein ganzes Leben darauf ausgerichtet und darauf basiert es auch nicht, weil, wie gesagt, wenn Jesus Christus morgen kommt, ist es eh alles egal und dann ist einfach nur noch Party mit ihm sozusagen. Und das ist halt auch ein persönliches Beispiel von mir, wo ich halt merke, dass die Gedankenerneuerung echt wichtig ist, weil du gehst raus, du bist auf der Arbeit, du siehst Paare, du siehst Pärchen, du siehst Leute, die heiraten, die jünger sind als du, du siehst Leute, die Kinder kriegen, die jünger sind als du und du siehst Instagram und siehst alles, was du eben nicht hast. Und wenn du deine Gedanken nicht mit Gottes Wort füllst und erneuerst und dir das nicht bewusst ist, wer du in Christus bist, wird dich das runterziehen, das wird dich traurig machen. Du wirst anfangen, dich zu vergleichen, du wirst eifersüchtig, du wirst bitter. Du wirst niemandem was gönnen und du wirst einfach immer mehr und mehr zu dem, was Gott eben nicht ist. Und da zeigt sich einfach, dass es so wichtig ist, dass man seine Gedanken, dass man erstmal auch zugibt, dass man halt in diesem Bereich ein Problem hat. Weil wenn man das dann halt zugibt, kann auch der Heilige Geist einem helfen, daran was zu machen. Und wenn du das zugibst, können auch sogar selbst Geschwister in Christus dir helfen und sagen, ey, ich habe da die und die Bibelverse oder ich habe da die und die Predigt, die würde dir mega gut helfen in diesem Bereich, wenn du vielleicht da Anfechtungen hast oder Versuchungen hast. Und es ist halt einfach wichtig, ehrlich zu einem selbst zu sein, auch zu Gott zu sein, weil egal wo wir sind, egal wo wir uns befinden, er holt uns da ab. Und die Bibel sagt auch, es gibt kein Problem unter der Sonne sozusagen, was Neues für Gott. Alles hat er schon gesehen, alles kennt er schon, deswegen brauchst du dich nicht zu schämen für deine Gefühle oder für deine jetzige Einstellung noch. Er kann alles wiederherstellen, er kann alles erneuern, wenn du ihm einfach nur genug Raum gibst, um seine Prinzipien und seine Wege dir näher zu bringen. Ja. Ich hatte noch ein kleines Beispiel und zwar, ich bin halt auch so eine Person, ich mache mir, also früher jetzt Gott sei Dank nicht mehr, früher sehr viele Sorgen gemacht,
und hatte halt immer viele Sachen im Kopf. Aber ich bin halt so eine Person, ich rede halt nicht viel, also spreche die Sachen dann nicht an, sondern ich habe die halt einfach im Kopf und trage die halt mit. Und es ist halt einfach wichtig, dass wenn du Probleme hast oder irgendwas, was dich halt wirklich belastet und du, wirklich deine Gedanken erneuern willst, also möchtest, solltest du halt am besten Dinge aus der Bibel raussuchen, die dann auch gut zu diesem Problem gerade passen. Ja, weil ich hatte halt diese Probleme, dass ich halt immer, wie gesagt, diese Sorgen hatte und irgendwie auch nie zur Ruhe kommen. Weil immer, wenn eine Sorge vorüber war und es sich halt gelöst hat durch Christus, kamen dann die nächsten Sorgen. Also ich hatte halt nie wirklich diese Ruhe, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt ist gerade gar nichts, jetzt kann ich einfach mal entspannen, weil einfach alles gerade perfekt ist. Selbst wenn, weltlich gesehen, alles perfekt ist, trotzdem kommt dir der Feind immer mit irgendwelchen Sorgen, auch wenn es nur was Kleines ist, wie, boah, jetzt hast du vergessen, deine Wäsche aus der Waschmaschine zu holen. Und morgen, keine Ahnung, ob das dann alles noch okay, gut riecht oder so nach dem Motto. Es kommen immer so Kleinigkeiten, wo du einfach nicht zur Ruhe kommen kannst. Und ich musste mich wirklich, meine Gedanken einfach erneuern, dass ich einfach diese Sorgen einfach abschalte. Und das habe ich jetzt beispielsweise mit Paulus gemacht, weil Paulus ist wirklich so eine Person, er hatte einfach keine Sorgen oder er hatte welche, aber er wusste halt einfach, wie er diese abschrauben kann. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass seine Freude nur Jesus Christus ist und dass egal was passiert, ob er jetzt im Gefängnis ist oder ob der gerade Überfluss hat, dass es ihm immer gut geht, weil er wirklich Jesus Christus nachfolgt. Und wie gesagt, damit habe ich halt auch oft meine Gedanken einfach erneuert und mich halt auch mal versucht, in ihn hineinzuversetzen, weil ich mir immer dachte, krass, dass man im Gefängnis sitzen kann oder krass, dass man wirklich verfolgt wird von Leuten und trotzdem einfach glücklich ist, dass man Christus einfach hat. Na, und dann habe ich das halt mit meinen Sachen verglichen mit, okay, du bist nicht im Gefängnis, du sitzt gerade in deinem Bett, dir geht's gut, so. Und habe mir immer gedacht, okay, was habe ich denn für ein Recht, mich zu beschweren oder mir Sorgen zu machen, wenn die Leute aus der Bibel einfach standhaft durchgezogen haben, obwohl die wirklich die schlechtesten Bedingungen hatten. Na, und wie gesagt, man soll halt immer wieder fortgehen und halt auch Beispiele raussuchen, die wirklich zu einem auch passen und wirklich auch versuchen, sich in diese Situation hineinzuversetzen, weil dann wird man erst wirklich verstehen, was Probleme sind oder was Anfechtungen sind. Ne? Und ja, das war halt auch eine Sache, wo ich meine Gedanken erneuert habe und was mir auch wirklich geholfen hat. Ja, was ich auch wichtig finde zu sagen, ist, dass Gedankenerneuerung ein Prozess ist, der jeden Tag stattfindet und man nicht irgendwann aufwacht und sich denkt, ich habe schon gepackt oder ich habe meine Gedanken zu dem höchsten Niveau erneuert, die es gibt. Denn jeder Tag ist ein neuer Kampf für sich. Gedankenerneuerung ist nicht auf ein Thema spezialisiert, sondern Gedankenerneuerung ist dein komplettes Leben. Und es fängt damit an, dass du aufwachst und du vielleicht deinen Bus verpasst und du dich sonst aufgeregt hättest. Und jetzt regst du dich halt nicht auf, weil in der Bibel steht, freu dich in alle Zeiten, auch wenn du deinen Bus verpasst hast. Und manche Leute würden jetzt sagen, ja, ist das nicht zu übertrieben, aber es fängt schon bei den Sachen an. Es fängt damit an, dass du dich immer unnötig aufregst, wenn es nicht so läuft, wie du es geplant hast. Und dann verpasst du deinen Bus, dann gehst du zur Arbeit, dann passiert da wieder irgendwas. Dann gehst du vielleicht zur Schule und da ist irgendwas. Also es ist nicht auf ein Thema spezialisiert, weil dein ganzes Leben ein Gedanken erneuern sein sollte und das jeden Tag stattfindet, egal wie klein oder wie groß die Sache ist. Und es ist auch meistens so, dass wenn du im Kleinen es auch noch nicht wirklich gelernt hast, deine Gedanken zu erneuern, wird es dir schwer fallen, wenn dann eine große Sache ist, wie eine Prüfung, dass du dann plötzlich sagst, okay, jetzt muss ich meine Gedanken erneuern. Denn, wie gesagt, es ist ein Lifestyle. Du hast lang genug auf dieser Welt gelebt, mit dem alten Mindset, und jetzt musst du halt komplett, weil Gott sagt nicht, gib mir nur das Thema Schule oder gib mir nur das Thema Ehe und ich gebe dir dann meine Gedanken. Gott sagt, gib mir dein ganzes Leben. Also natürlich, es gibt manche Momente, da musst du sehr viel ausschöpfen, aber eigentlich ist das, was wir euch mit diesem Video versuchen zu sagen, ist, dass euer ganzes Leben ihr Gott geben sollte, damit Gott euch in jedem Bereich eures Lebens sein Wort gibt. Und dass das Wort dann in deinen Gedanken ist, weil der Teufel dir immer mit irgendwas kommen wird. Und
manchmal auch nicht mehr der Teufel, manchmal bist es auch du selber vielleicht, die immer wieder in dieselbe Falle tippt. Und es fängt halt mit kleinen Sachen an, ob du undankbar bist bei den kleinsten Sachen, ob du genervt bist bei den kleinsten Sachen, ob du auch einfach unzufrieden bist, wenn du jetzt nicht den Schuh bekommst, den du dir seit Wochen wünschst. Und du bei der Sache schon Unzufriedenheit zeigst oder wenn bei den kleinsten Sachen immer, warum ich, warum passiert mir das? Es fängt schon beim Kleinen an, arbeitet sich dann bei großen Sachen, sieht man dann wirklich, dass du deine Gedanken halt noch nicht erneuerst. Und das, man hört relativ schnell, also man hört einem Kind Gottes, hört man das an. Es fängt auch an, wenn ich dich frage, wie geht's dir? Und ich ganz genau weiß, dass es ihr weltlich gesehen nicht gut geht und du es auch so aussprichst, dass es dir einfach nicht gut geht und du dich eher beklagst. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn ein Geschwisterteil zu dir kommt und sagt, alles in Ordnung, du sagst, boah, ehrlich gesagt, das und das passiert gerade. Das ist eine Sache, aber wenn man einfach hört, dass du nur meckerst, dass du nur unzufrieden bist, dass du sauer bist, dass du all diese negativen Emotionen hast, dann hört man dir eigentlich an, dass du einfach noch nicht realisiert hast, um was es in diesem Leben einfach geht. Und deswegen ist bei mir halt einfach, soll ich sagen, mein ganzes Leben ist ein Gedanken erneuern. Und ich bin froh, dass der Heilige Geist einfach da ist, um dir zu zeigen, dass du immer wieder deine Gedanken erneuern musst und du immer wieder, weil wir würden das nicht. Du müsstest deine Gedanken nicht erneuern, wenn du nicht auf dieser Welt wärst. Aber da du auf dieser Welt lebst, die einfach gefallen ist, wird es keinen Tag geben, an dem du nicht gefordert wirst, entweder Gottes Wort zu handeln oder so wie die Welt zu handeln. Und deswegen ist es jeden Tag einen Gedanken erneuern. Weil dir auf der Welt keiner übel nehmen würde, wenn du sagen würdest, boah, ist nicht mein Tag. Ich habe den Bus verpasst, da bin ich gestolpert, dann hatten die das Brötchen nicht, was ich in der Bäckerei haben wollte. Jetzt komme ich hier an, Kunden nerven mich, ist einfach nicht mein Tag. Da würde jeder sagen, boah, kenne ich. Und Gott sagt sich, nee, kenne ich halt eben nicht. Weil die Menschen in der Bibel, die hatten, wie es ja sehr gesagt hat, schlimmere Sachen. Paulus war im Gefängnis, als er geschrieben hat, freut euch. Das ist ein Gedanken erneuern, dass man sich freut, weil man Christus hat und nicht wegen den Situationen. Und du kannst dich im Gefängnis nicht in Christus erfreuen, wenn du dich nicht erfreust, wenn das Brötchen in der Bäckerei nicht da ist. Also es wird dir schwerer fallen. Und deswegen ist es halt Tag, ein Gedanken erneuern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn wir nicht unsere Gedanken erneuern? Wir haben jetzt erkannt, dass es etwas ist, was echt wichtig ist. Aber was passiert denn, wenn wir es nicht tun? Was ist, wenn wir es einfach dabei belassen, dass wir wiedergeboren sind und unser eigenes Leben weiterhin führen mit unseren eigenen, mit unserer eigenen Mentalität, mit unseren eigenen Prinzipien und einfach so weiterleben wie bisher. Also ich glaube, dass wir uns das Leben halt einfach selber viel schwerer machen, weil wenn man überlegt, im Wort Gottes steht ja, dass wir geboren sind, dass die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, genau in uns lebt. Aber wenn wir halt unsere Gedanken nicht erneuert haben, dann werden wir das halt niemals glauben. Und das, was Jesus Christus uns halt in unserem Geist gegeben hat, kann sich halt nie wirklich manifestieren, weil wir uns nicht darauf fokussieren, weil wir halt einfach denken, ja, keine Ahnung, ich sehe halt das mit meinen Augen, was vor mir ist, aber ich sehe nicht das, was Jesus Christus für mich hat oder was ich als Kind Gottes schon kann. Und diese, was wir alles genannt haben, Friede, Freude, Liebe, Geduld, also die ganzen Früchte des Geistes, kann sich halt dann nicht wirklich manifestieren, weil wir immer noch auf das alte Denken fokussiert sind und somit machen wir uns selber das Leben schwer, weil Jesus Christus hat uns, wie gesagt, schon alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Nun liegt es nur noch bei uns, dass wir halt das auch dann anwenden, was wir bekommen haben, weil wieso sollen wir immer wieder um etwas bitten, wenn wir das schon haben? Unsere Gedanken sind das Problem, dass unsere Gedanken sagen, dass das oder das nicht stimmt. Aber wenn ich weiß, das Wort Gottes mir Folgendes gegeben hat, dann werde ich mich auch darauf fokussieren und weiß dann auch, dass ich eben eine neue Schöpfung in Christus bin und mich nicht so benehmen muss, wie ich es vorher gemacht habe, dass ich eben schon Geduld habe, es nur noch
sie anwenden muss. Dass du noch anwenden musst. Ja. Ja, und wieso sie auch schon meinte, dass wenn du deine Gedanken nicht erneuerst, irgendwann wirst du halt auch, wenn du nicht mehr glaubst, nicht mehr glauben, was in der Bibel steht, weil du erneuerst deine Gedanken nicht. Du liest dir das ja nicht mehr durch, was in der Bibel steht. Du hörst dir nicht mehr an, was Gott über dich sagt. Und irgendwann glaubst du das dann auch nicht mehr, was Gott sagt oder wer Gott vielleicht sogar ist. Und das ist jetzt vielleicht ein Extremfall, aber vielleicht könntest du dann sogar irgendwann Christus verweigern. Weil wie gesagt, du gehst nicht mehr ins Wort, du glaubst gar nicht mehr wirklich daran, an das, was eigentlich, oder du weißt vielleicht auch gar nicht mehr, was da drin steht. Und irgendwann weißt du auch nicht mehr, wer Christus ist und verweigerst ihn dann vielleicht dann sogar auch. Ne? Mit irgendwas wirst du deine Gedanken erneuern. Entweder mit Gottes Wort oder mit dem Wort dieser Welt. Und wenn du mehr und mehr noch das hast, was diese Welt sagt, wirst du irgendwann mal nicht mehr daran glauben, was Christus gesagt hat. Und auch irgendwann mal vielleicht gar nicht mehr an Christus glauben, was eigentlich dasselbe ist, weil er ist das Wort Gottes. Denn hier auf der Welt basiert alles auf das, was du siehst. Und es ist logisch. Und in seinem Königreich ist alles unlogisch. Und wenn du dich mehr und mehr mit dem fütterst, was die Welt sagt, wird dir das Königreich Gottes sinnloser erscheinen. Und dann kommt der Unglaube. Und dann kommt irgendwann mal, dass du sagst, es macht gar keinen Sinn mehr. Dass du komplett auf diese Seite rutschst. Was meint ihr, also ihr, wir haben ja schon irgendwo deutlich gemacht, dass es echt krass wichtig ist, weil guck mal, diese Konsequenz, dass man auf einmal Jesus Christus sogar verlieren könnte, theoretisch, weil man halt, weil das eigene Herz so krass erkaltet gegenüber der Wahrheit und so, so viel von dieser Welt halt mitnimmt. Aber woran liegt es denn, dass so viele Kinder Gottes irgendwie mit diesem Begriff Gedankenerinnerung trotzdem nichts anfangen können? Weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, wenn ich darüber gesprochen habe, dass viele mal dachten, hä, was ist das? Oder habe ich schon nie gehört? Oder dass viele Leute in unsere Gemeinde gekommen sind und gesagt haben, ey, krass, ey, das hat mir echt geholfen. Ich wusste das gar nicht, dass es etwas Wichtiges ist. Natürlich viel mit der Predigt zu tun, denn wenn dein Pastor dir nicht sagt, dass du deine Gedanken erneuern sollst, wenn der Pastor dir das nicht so predigt, wie es in der Bibel steht, dann wird es dir wahrscheinlich schwerfallen. Also vor allen Dingen, wenn deine Beziehung nur darin besteht, sonntags zur Kirche zu gehen. Ich finde halt, Gedankenerneuerung ist ein Thema, das viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Also es hat eigentlich nur mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn er ist die Person, die dir überhaupt erst die Bibel erklärt und dich auch darauf hinweist, was Gott überhaupt mit dem Wort meint. Und du bist auch nur in der Lage, deine Gedanken zu erneuern mit ihm. Und ich denke halt auch, weil viele vielleicht nicht so eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, dass dieses Gedankenerneuern halt auch fremd ist. Denn von mir aus meiner eigenen Kraft, werde ich es auch nicht schaffen, kann ich es auch nicht schaffen, weil es halt einfach unmöglich ist, so zu agieren, wie Gott agieren würde, ohne Gottes Hilfe. Also von mir aus will ich das nicht schaffen. Deswegen denke ich schon, dass, also bei mir hat es auch erst Klick gemacht, als ich meine Beziehung mit dem Heiligen Geist gepflegt habe, weil er mir dann gesagt hat, Moment mal, eigentlich möchte ich, dass du das sagst, oder ich möchte, dass du das tust. Und das sind ja alles Sachen, die mir fremd sind, weil das meine weltliche Natur gar nicht nachvollziehen kann. Deswegen denke ich schon, dass der Heilige Geist der Schlüssel ist zur Gedankenerneuerung. Und weil viele die Beziehung mit ihm nicht pflegen, ist einem auch schwerfällt, das dann auch überhaupt durchzuziehen. Also wenn ich das so auf mich selber beziehe, denke ich auch, als auch viel mit zu tun, mit gleichen Leuten so zusammen bist. Weil natürlich liegt es nicht an denen, natürlich musst du auch selber deinen Gedanken erneuern. Aber ich finde, wenn man mit gewissen Leuten abhängt, die auch selber ein ganz anderes Mindset haben, wirst du früher oder später diese Gedanken auch übernehmen. Meinst du Kinder Gottes oder? Nee, also einfach Freunde, okay. Also genau, die halt nicht irgendwie unbedingt an Christus glauben oder vielleicht es tun, aber selber halt noch nicht so weit sind. Weil was ich gemerkt habe, ist, dass meine Gedanken auch oft erneut worden sind durch meine Geschwister in Christus, die mich an das Wort Gottes erinnert haben und gesagt haben, hey Susi, eigentlich solltest du nicht so reden oder warum sagst du ständig sowas über dich selber, du weißt, du bist ein Kind Gottes. Und wenn du aber ständig mit Leuten bist, die das Ganze selber noch nicht so verstanden haben oder gar nicht erst unterstützen, dann
Du wirst früher oder später genauso denken wie diese Leute. Es ist echt nur eine Frage der Zeit. Deshalb sollte man auch darauf achten, mit welchen Leuten man sich, mit welchen Leuten man Zeit verbringt. Weil selbst die Welt sagt ja, zeig mir deine Freunde und ich sag, wer du bist. Und das fängt ja schon bei den Gedanken an. Ja, also, es ist, wie gesagt, es geht um, mit wem hast du Gemeinschaft? Hast du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Oder hast du Gemeinschaft mit Menschen, die nicht Jesus Christus kennen, oder Gemeinschaft Menschen, die auch nicht den Heiligen Geist kennen? Und ja, sehr oft das Wort Heiliger Geist gesagt. Und ich weiß, dass einige von euch sicherlich schon gespannt sind darauf, zu wissen, wer eigentlich der Heilige Geist überhaupt ist und weshalb er so wichtig ist. Und deswegen werden wir in der nächsten Episode über den Heiligen Geist sprechen, nachdem dieses Thema Gedankenerneuerung durch ist, damit ihr auch überhaupt verstehen könnt, weshalb das alles überhaupt für uns Kinder Gottes möglich ist. Weil, wie gesagt, wir leben in einer gefallenen Welt und die ganze Welt sagt uns, dass dieser Weg, den wir gehen, sinnlos und zwecklos ist. Aber es gibt jemanden, den uns Jesus Christus hinterlassen hat. Jemand, der da ist, ein Tröster, ein Lehrer, ein Beistand. Und das ist der Heilige Geist. Und ja, wir freuen uns schon auf dieses Thema, was wir mit euch teilen werden. Und ja. Was ich vielleicht noch hinzufügen wollte, ist vielleicht ein bisschen random oder so, aber Gedankenerneuerung passiert auch in den banalsten oder in den einfachsten Situationen. Selbst wenn du dir eine Fernsehsendung anschaust oder einen Film anguckst, der eigentlich nichts mit Jesus Christus zu tun hat, ist dann doch der Heilige Geist da, der dich daran erinnert und sagt, ey, das ist ein Prinzip Gottes, was hier gerade angewendet wird. Oder ey, guck mal, wie die Welt Dinge anpackt und guck mal, wie Gottes Königreich, wie Jesus Christus Dinge anpackt. Und selbst in dem Moment, wo du diesen Dialog hast mit dem Heiligen Geist und mit der Wahrheit sozusagen diesen Dialog hast, erneuerst du auch deine Gedanken, obwohl du gerade dir was richtig komisches, oder was nicht komisch ist, aber dir was etwas anguckst, was eigentlich nicht direkt was damit zu tun hat. Ja, und das zeigt uns einfach, dass es echt immer ist. Es halt einfach immer passiert und das ist nicht auf einen Raum oder ein Gebäude oder auf einen Ort bezogen ist. Ja, das war das letzte Wort heute zum Thema Gedankenerneuerung. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, noch Dinge habt, die wir noch klarer ansprechen sollen, dann schreibt uns einfach unten in die Kommentarleiste etwas und wir werden uns das anschauen und darauf antworten. Ja, wir beten dafür, dass ihr eure eigene Beziehung mit Jesus Christus Tag für Tag ernster und ernster nimmt und wirklich losgeht und eure Gedanken erneuert. Und ja, weil ihr habt nichts zu verlieren, nur eine Menge zu gewinnen. Und ja, wir lieben euch, wir beten für euch und Gottes Segen. Ciao. Tschüss.